Frau Präsidentin, liebe Kollegen, ein neuer Start. Diese ambitionierte Überschrift trägt das Arbeitsprogramm 2015. Die Kommission hat in der Vergangenheit schon einiges auf den Weg gebracht, um zu entbürokratisieren, zu verschlanken, Verfahren zu vereinfachen. Ich nenne nur das Refit-Programm. In den vergangenen Jahren hat auch die Kommission erkannt, viel zu viele neue Initiativen. Deshalb im Jahr 2010 von 316 reduziert auf 58 im Jahr 2013. Ein Riesenproblem, von uns auch immer diskutiert, die Größe der Kommission, 28 Kommissionsmitglieder, so viele Kompetenzen gibt es gar nicht. Die Arbeitsprogramme der letzten Jahre haben auch gezeigt, man arbeitet gegeneinander und nicht miteinander. Deshalb war es clever von Juncker, auf der Grundlage des EU-Vertrags eine Neustrukturierung vorzunehmen, 7 Vizepräsidenten zu benennen, denen jeweils ein Projektteam, man nennt das Cluster, zuzuordnen und zukünftig neue Initiativen nur noch zuzulassen, wenn die intern abgestimmt sind, zwischen Kommissar und zwischen Vize. Das Arbeitsprogramm ist jetzt mit 23 neuen Initiativen noch weiter abgespeckt worden. Es ist sicherlich zu früh, die Arbeit jetzt abschließend zu bewerten. Aber eines kann man sagen, dass was die Juncker-Kommission auf den Weg gebracht hat, auch die Organisationsstruktur und das vorliegende Arbeitsprogramm, lassen sich sehen. Und ich denke, wenn Juncker und sein Team so weitermacht, dann werden die mit 100% aus Deutschland unterstützt werden. Auch inhaltlich ist der Schwerpunkt richtig gelegt. Kollege Spinrad hatte das auch direkt in seiner Rede angesprochen. Beschäftigung, Wachstum, Investitionen stehen ganz oben auf der Agenda. Der Juncker-Plan wird ja oft belächelt, auch teilweise in unserem Hause. Wie will man, ist die Frage, aus 16 Milliarden Euro EU-Mitteln, 5 Milliarden Euro Mitteln der Europäischen Investitionsbank, mindestens 315 Milliarden Euro Investitionen generieren, ist die große Frage. Aber die Europäische Investitionsbank hat in der Vergangenheit schon belegt, dass es hebeln kann, dass nämlich teilweise 25-, 30-fache Investitionen aufgrund von Krediten möglich waren. Deshalb denke ich, sollten wir hier zunächst abwarten. Aber eins ist ganz wichtig. Voraussetzung ist ein gutes Investitionsklima. Ein Investitionsklima in Europa insgesamt, aber auch insbesondere in dem Mitgliedstaat, das die Darlehen beanspruchen möchte. Und meine Damen und Herren, Herr Ulrich, ich bin in Griechenland. Sie alle kennen die griechische Sage von Sisyphus, dem König von Korinth. Der war bei den Göttern in Ungnade gefallen und ihm ist es nie gelungen, einen großen, schweren Stein nach oben auf den Berg zu hieven. Ja, und jetzt bin ich bei Alexis Tsipras. Er traut seinem eigenen Land, seinen eigenen Menschen die Schaffenskraft nicht zu, aus dieser Krise ganz nach oben zu gelangen. Und das ist bedauerlich. Griechenland war auf einem guten Weg. Die von der Troika prognostizierten Entwicklungsdaten für Griechenland wurden übertroffen. Und bei der Sage von Sisyphus zu bleiben, anstatt dass Tsipras und Varoufakis, sein Finanzminister, jetzt von oben auf den Stein draufspringen, sollten die lieber mal von unten kommen und nachdrücken, dass es in die richtige Richtung geht. Und es ist ja schon eine bodenlose Dreistheit, Ursache und Wirkung zu verwechseln. Wo kommt denn die Krise in Griechenland her? Doch nicht durch die Unterstützung, weder durch die Bankenrettung, noch durch die Unterstützungsleistungen der Mitgliedstaaten, noch durch die Programme, die aufgelegt wurden. Die sind in die letzten Jahrzehnte zurückzuführen. Und denken Sie mal die Programme weg, die aufgelegt wurden. Was meinen Sie, was in Griechenland jetzt los wäre? Da hätten wir nicht nur ein Viertel Menschen, die in Armut leben würden. Da würde ganz Griechenland brach liegen. Und das ist gerade in dem Bereich, in dieses Risiko zu kommen. Wenn diese Politik, die nicht aufeinander abgestimmt ist, die Minister reden nicht miteinander, jeder hat am Tag drei unterschiedliche Auffassungen. Was meinen Sie denn, wo das Vertrauen herkommen soll für Investitionen? Und genau das ist wichtig. Und, meine Damen und Herren, ich bin wieder beim Arbeitsprogramm 2015. Griechenland hat nur dann eine gute Zukunft, wenn die wirtschaftspolitische Philosophie
wie sie im Arbeitsprogramm 2015 verankert ist, auch umgesetzt wird. Das sind nun mal die Strukturreformen. Und das ist eine solide Haushaltspolitik. Und natürlich müssen Investitionen dazukommen. Deshalb Investitionsimpulse sind das A und O, um Griechenland auch nach vorne zu bringen. Und leider ist Griechenland natürlich bei den Strukturreformen auf der Mitte des Weges zurzeit hängen geblieben. Das brauchen Sie doch keinem zu sagen. Effiziente Verwaltung, Korruption. Viele Grüße an den Koalitionspartner von Syriza, Anel. Sie reden hier so nett. Eine rechtspopulistische Partei, korrupt bis ins Ende, homophob, rassistisch. Und das da, ich wusste ja, Sie sind auf dem linken Auge blind, aber mittlerweile sollten Sie Ihre Sehstärke mal auf der rechten Seite überprüfen lassen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Thema. Wichtig ist klare Orientierung. Ein Schuldenschnitt oder eine ähnliche Maßnahme ist nicht erforderlich, rechtlich, in Klammern Bailout, aber auch politisch nicht durchsetzbar. Jeder Verzicht zugunsten Griechenlands, gehen Sie mal von 50% aus, würde Folgendes bedeuten für Deutschland: 40 Milliarden Euro Verlust, jetzt sofort Verlust. Schwache Portugal, die sind ja froh, wenn sie einen Euro noch irgendwo herziehen können. 3,7 Milliarden Euro. Und überlegen Sie mal, Estland, 270 Millionen Euro, wären in dieser Größenordnung belastet, wenn wir großzügig bei Griechenland einen Nachlass machen, der überhaupt nicht erforderlich ist. Eine Krise, die durch billiges Geld produziert wurde, kann man nicht dadurch lösen, dass man tonnenweise unbegrenzt billiges Geld in die Märkte pumpt, ohne dass geeignete wirtschaftspolitische Konditionen zugleich mit aufgegeben werden. Und meine Damen und Herren, mein Herz brennt für Europa, auch für Griechenland, aber die müssen in die richtige Richtung gehen. Und von unserem Verhalten wird es abhängen, ob die Europäische Union eine Institution mit festen, vorhersehbaren Regeln ist oder ob Begehrlichkeiten geweckt werden, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben werden, und ob Beliebigkeit gilt und wir wieder eine Union, das waren wir mal, werden, die sich durchwurschtelt. Muddling through Union. Meine Damen und Herren, das gilt es zu vermeiden. Vielen Dank. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen erhält jetzt das Wort Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Frau Präsidentin!